Ja, hi, grüß euch, Servus Clubfans. Hier ist Enrico Valentini. Ich bin hier mit unserem Individualtrainer Nate Weiss und wir wollten euch einfach mal ein paar Übungen zeigen, die wir auch im Training machen. Also Valle wird die Übung vormachen und ich werde erklären. Viel Spaß. Also Valle spielt dann den Ball mit seinem äußeren Fuß und nimmt den Ball mit der Außenseite um die Hümpchen herum und spielt dann ein scharfes Ball zum Wand. Also wichtig ist es, dass Valle offen steht und nicht, dass er frontal steht, wenn er einen Ball bekommt. Und sobald wir das im Griff haben, können wir versuchen, das noch schneller zu machen. Wir finden ein Tempo, also Rhythmus hier ist wichtig. Wir stehen auf unseren Fußspitzen und wir versuchen einfach in Flow zu kommen. Also Valle macht es dann richtig gut. Also was wir versuchen zu machen hier, ist nicht, dass wir den Ball hier bekommen und stehen wir frontal, weil dann haben wir einen schlechten Winkel, wenn wir den Ball annehmen. Also wichtig ist, wir spielen den Ball, habe ich eine offene Stellung hier, dass ich rein in den Ball drehen kann und zur nächsten Seite kommen. Also wirklich offen stehen, damit wir den Ball zur anderen Seite spielen können. Also Valle spielt den Ball mit seinem rechten Fuß gegen den Wand und sobald er den Ball zurückkommt, er fasst den Ball an mit seinem rechten Fuß auf links und er wird den Ball mit Sohle stoppen und den Winkel nochmal ändern und dann wieder auf den Wand spielen. Ja? Also was wichtig ist, ist, dass wir wirklich den Ball über die andere Seite bringen können und wir ziehen den Ball nochmal zurück, dass wir einen besseren Winkel haben. Sobald dass wir im Flow sind, können wir die zwei Kontakte mit Innenseite noch schneller machen, also so wie Valle das macht. Also fang langsam an, geh ein bisschen schneller. Und dann können wir wirklich eine schöne Übung machen. Also das, was wir hier machen, können wir auch auf die andere Seite machen. Gehen wir mal auf die linke Seite. Aber wir zeigen euch vor, ne, mit Rex. Also was wir versuchen zu machen hier, ist, dass wenn wir das erste Kontakt machen, dass wir wirklich nach vorne kommen, so weit wie wir können, mit links und dann wirklich eine übertriebene Winkeländerung. Und dann spielen wir den Ball. Was wir nicht machen sollen, ist, dass wir hier sind, ziehen den Ball zurück und dann spielen. Also wir wollen wirklich, dass mit den zwei Kontakten, wir ändern den Winkel, ändern wir den Winkel nochmal. Und dann passen wir gegen den Wand. Also hier, wir kombinieren die Übungen, die wir letztes Mal gemacht haben, also mit einer Rückprallwand. Also, dass wir ein Dragback hier haben nach der Annahme. Wir ziehen den Ball zurück und wir nehmen den Ball mit Außenseite mitnehmen. Also, Valle macht es dann schön und gut. Und wenn wir das im Griff haben, können wir versuchen, noch schnell wie möglich zu machen, okay? Also hier sollen wir versuchen mit dem zweiten, mit dem Kontakt hier, dass wir wirklich den Winkel ändern, nicht dass wir den Ball stoppen. Wenn wir den Ball stoppen, ist es dann schwer, in die nächste Bewegung zu kommen. Also wenn der Ball hier rauskommt, ein größerer Kontakt, stoppen hier. Wir ziehen den Ball einfach mit und auch nicht hier stoppen. Wir ziehen den Ball auch nochmal zurück, dass ich hier den Ball annehmen kann. Ich bin gleich in der Position, den Ball anzunehmen. Also hier ist eine dynamische Übung, das ihr könnt ihr auch zu Hause machen. Also Valle spielt den Ball mit Innenseite und sofort mit dem Außenseite spielt er gegen den Wand und nimmt den Ball mit dem Außenseite wieder. Also versucht mal das auch so schnell wie möglich zu machen. Auch schwierige Kontakte von dem Wand ist auch gut, das arbeitet an euer erster Kontakt. Das ist eine Übung, das ihr könnt auch auf beide andere Seite machen. Ja? Er spielt den Ball mit seiner rechten Innenseite und gleich macht er mit Außenseite einen Kontakt, spielt nochmal einen Klatsch mit links und nimmt den Ball mit Außenseite und spielt er wieder gegen den Wand. Versucht mal einfach so schnell wie möglich zu machen, wenn ihr das im Griff habt. Das macht Spaß. Viel Spaß. Also wichtig ist es, dass wenn wir den Ball hier spielen, nicht, dass wir wieder frontal stehen, versuchen wir auf dieses Teil unseren Fuß den Ball, also einfach gegen den Wand zu passen, also nicht oberste Teil unseres Fuß, dass wir wirklich unsere Fußspitzen unten haben, ein sauberer Kontakt hier und das gleiche, wenn wir den Ball einfach mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr habt Spaß gehabt und die Übungen haben euch geholfen. Und ja, die Pause bedeutet nicht, dass man nicht trainieren kann. Diese Übungen zeigen, dass es zu Hause ganz einfach ist, Dinge nachzumachen. Wir haben euch jetzt einfach mal 4 Übungen gezeigt. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dran haben und haltet durch.